Servus, liebe Haching-Fans, zu einer neuen Ausgabe von Haching TV. Wir befinden uns ja hier im Trainingslager in Spanien an der Küste zu dem Atlantik in Andalusien. Und natürlich wollen wir auch schauen, was denn so passiert hier. Servus, Biggie, grüß dich. Wo hast du hier? Ja, ich drehe gerade eine neue Folge Haching TV. Maxi, servus. Haching TV? Ja, richtig, genau. Du machst das jetzt? Ich mach das jetzt, ja. Wie kommt das jetzt zustande? Also, ich meine, wir kennen uns schon eine Weile, ne? Ich meine, damals, vor ein paar Jahren, DFB-Pokal, 3-2-Sieg, die Hachinger gegen die Freiburger mit Max Nikou auf der anderen Seite, da warst du im Stadion dabei. Aber wie kommst du jetzt hierzu? Ja, damals war ich im Stadion dabei. Wir kennen uns schon ganz lang, weil wir uns in Berlin kennengelernt haben, wir drei, als ihr noch bei der Hertha gewesen seid. Ja, ich stelle mich mal kurz vor, würde ich sagen, oder? Einfach, oder was? Wenn ihr das sagt. Ja. Mein Name ist Florian Hauser, ich bin 26 Jahre alt, in Dingolfing in Niederbayern in der BMW-Stadt geboren und bin mit 9 nach Berlin gezogen wegen der Familie und da habe ich den Kleinen hier kennengelernt. Wir sind zusammen zur Schule gegangen in Berlin. Und ich war damals schon genauso groß wie jetzt. Deswegen sagt er ja klein, ganz genau so ist es. Nein, wir haben zusammen Abitur gemacht und da haben wir dann den anderen hier kennengelernt, der dich in deinen Anfangsschritten in der Karriere begleitet hat, bei der Hertha, wie schon angesprochen. Und dann haben wir uns irgendwann mal wieder in Haching getroffen, weil du nach Haching gewechselt bist und der Max beim DFB-Pokal war. Und dann haben wir da zusammen das Spiel ausklingen lassen, für den einen oder anderen halt nicht so gut, aber das ist sehr wurscht. Ja, jetzt ist es wurscht, das ist richtig. Ja, damals war es tatsächlich sehr schmerzhaft. Ich erinnere mich noch sehr gut dran. Und wir zwei kennen uns ja auch schon sehr lange, beziehungsweise, wie du gesagt hast, seit Berliner Zeiten sind wir auch schon beste Kumpels. Und deswegen glaube ich, dass unsere Zuschauer auch sehr interessiert. Generell über deine Person hast du dich ja kurz vorgestellt. Aber was du auch gerne so zum Beispiel in deiner Freizeit machst, wenn du jetzt nicht vor der Kamera stehst. Also was ich gerne in meiner Freizeit mache, was nicht tagsüber ist, kannst du wahrscheinlich am besten beantworten. Das jetzt nicht falsch verstehen, sondern weil wir dann gerne mal ein bisschen was unternehmen. Aber gut. Nee, ansonsten Fußball, klar, ist ein Begriff und auch Sport generell. Ich mache ansonsten beruflich Sportkommentator. Und in der Freizeit verfolge ich halt auch alles an Sport. Also Football, NFL, alles Mögliche oder sonstige Sachen. Und das verfolge ich dann. Und ansonsten Ausflüge und Unternehmungen mit den Jungs aus der Mannschaft. Apropos Football, da war doch gestern eigentlich schon ein richtig cooler Einstieg, oder, von dir? Ja, das war nicht gestern, das war jetzt am vergangenen Samstag, Sonntag, richtig, da haben wir, weil ich mache auch die Social-Media-Kanäle, Twitter, könnt ihr uns folgen, @haching1925 und da haben wir gestern ein Bildchen geschickt aus dem Trainingslager, richtig, wie wir die Playoffs geschaut haben und einen schönen Gruß an die Jungs von Randsport, war ganz lustig auf jeden Fall, hatten wir einen schönen UNO-Abend und haben ja dann dort auch am Montag, hattest du ja Geburtstag, in deinen Geburtstag eingefeiert. Ja, auf jeden Fall, das war eine coole Nummer und ja, ich glaube, jetzt haben wir uns überlegt, dass wir mal den Spieß umdrehen und der Max hat eine ganz coole Frage vorbereitet, hau doch mal raus. Die Frage ist super cool, also ich wollte wirklich mal von dir jetzt wissen, weil du ja schon so lange dabei bist, beziehungsweise Haching auch sehr gut kennst und die Jungs auch sehr gut kennst, wer ist denn dein Lieblingsspieler von der Spielvereinigung unter Haching? Muss kein Aktiver sein, wollten wir nur mal darstellen, aber... Wer ist denn dein Lieblingsspieler von der Spielvereinigung unter Haching? Gerne auch mit Nummer, wenn du möchtest. Boah, das ist jetzt schwierig, ne? Weil egal, wenn ich jetzt sage, vor allen Dingen sitzt ihr beide mir hier im Nacken, muss ich einen von euch nennen eigentlich, ne? Aber nein, ja, das kenne ich schon, das nein. Nee, ich bleibe bei der aktiven Mannschaft tatsächlich, wer mir persönlich momentan richtig gut gefällt und eine gute Saison, eine gute Hinrunde spielt, ist der Maxi Bauer. Unsere Nummer 2, rechts hinten in der Verteidigung. Ey Jungs, jetzt kommt schon, das ist aber jetzt unfair ihm gegenüber. Der macht eine richtig gute Saison, das ist auch echt so, das ist voll und ganz ernst gemeint. Maxi, schönen Gruß an der Stelle, du machst das richtig gut. Und das ist mein Lieblingsspieler, aber naja gut, jetzt sind sie wieder weg. Also an der Stelle, ich sag mal, ich mache weiter Haching TV und die Jungs sind jederzeit wieder eingeladen. Schaltet immer ein, wenn es soweit ist. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich sage zunächst erstmal Tschüss und danke an die Jungs. Die sind jetzt schon zum Essen gegangen wahrscheinlich. Und wir hören uns bald wieder. Servus.